Wenn man von asiatischen Theropoden spricht, hört man oft Namen wie Tarbosaurus oder Velociraptor. Dies sind die bekanntesten asiatischen Theropoden. Doch wer war der größte unter ihnen? Viele behaupten, es wäre der 12 Meter lange Tarbosaurus. Doch 25 Millionen Jahre zuvor lebte ein noch größerer Gigant. Welcher große Fleischfresser beherrschte Asien vor Tarbosaurus? Chilantaisaurus. Chilantaisaurus war ein 11 bis 13 Meter langer, 4 bis 6 Tonnen schwerer und 4 Meter hoher Theropode, der im Turonium vor 93,9 bis 89,7 Millionen Jahren in der Mongolei in China lebte. Fossilien von Chilantaisaurus wurden in der Dashuichu-Formation in der inneren Mongolei gefunden. Chilantaisaurus bedeutet so viel wie Echse von Chilantai. Chilantaisaurus tashuicuensis ist die einzige bekannte Art dieser Gattung. Chilantaisaurus zählt zu der Gruppe der Neovenatoriden, einer Untergruppe der Keicherodontosaurier, die wiederum eine Untergruppe der Allosaurier ist. Mit seinen 13 Metern war er auch der größte Vertreter dieser Gruppe. Dieser zweibeinige Koloss konnte eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 36 Stundenkilometern erreichen und war damit etwas schneller als ein T-Rex oder Giganotosaurus. Zudem besaß er eine außergewöhnlich verlängerte Klaue am ersten Finger, die er wahrscheinlich bei der Jagd zum Aufschlitzen seiner Beute benutzte. Auf seiner Speisekarte stand unter anderem der 6 Meter lange und bis zu 3,5 Tonnen schwere Gobisaurus, der Gruppe der Ankylosaurier zuzuordnen ist. Dieser Pflanzenfresser hatte allerdings keine Schwanzkeule und wird daher eine eher leichte, jedoch sehr schmackhafte Beute gewesen sein. Da er stark mit dem Neovenator verwandt ist, ist es ziemlich wahrscheinlich so, dass er genau wie der seine Zähne wie Steakmesser benutzte, um in das Fleisch seines Beutetiers einzudringen. Zusätzlich besaß er die schon erwähnte Kralle, die es ihm noch leichter machte, Beute zu jagen. Diese Kralle ließ den bekannten Paläontologen Paul Serino vermuten, dass er in die Gruppe der Spinosaurier einzuordnen ist. Die meisten jedoch sehen ihn in der Gruppe der Allosaurier. Es gibt auch noch welche, die Chilantaisaurus als Mischung eines Tyranno- und Allosauriers sehen. Die Gruppe der Neovenatoren war über die frühe und mittlere Kreidezeit in Eurasien ziemlich erfolgreich. Ihre Gattungen waren nicht sehr viel und ihre Anzahl nicht sehr groß, aber die wenigen Exemplare waren alle gefürchtete und große Räuber, die in ihrer Zeit an der Spitze der Nahrungskette stand. Chilantaisaurus teilte seinen Lebensraum mit einem weiteren Raubdinosaurier namens Shao Chilong, der mit seinen 5 bis 6 Metern Chilantaisaurus aber kein Haar krümmen konnte. Dies verdeutlicht nochmal den Abstand von Chilantaisaurus an der Spitze der Nahrungskette zu allen anderen Dinos dieser Zeit. Neueste Forschungen behaupten, dass es 4 weitere Arten von Chilantaisaurus geben soll, jedoch basieren diese Behauptungen auf einer sehr kleinen Anzahl von Funden. Somit kann noch nicht zu 100% gesagt werden, ob Chilantaisaurus mehrere Spezies hat. Genau wie Giganotosaurus oder Keicherodontosaurus erlebte Chilantaisaurus das Ende der Dinosaurier gar nicht mehr, da er bereits vor 87,9 Millionen Jahren ausstarb und damit den Platz an der Spitze der Nahrungskette freimachte. Diesen Platz als größter Theropode Asiens, der an der absoluten Spitze der Nahrungskette steht, trat dann der mächtige Tarbosaurus an, der vor 72 bis 66 Millionen Jahren lebte. Jedoch wird Tarbosaurus Chilantaisaurus eines nicht nehmen können, den Award für den größten asiatischen Theropoden aller Zeiten. Das war's mit dem Video, Leute. Und wenn ihr mehr von Dinosauriern sehen wollt, könnt ihr gerne auf den ersten Link in der Beschreibung klicken. Man sieht sich. Bis dahin, euer Megaraptor.